ecology, cleaning up your mind, environmental cleaning up perception, cleaning out the garbage of an old reality, planting fresh intentions and a new mentality. Mental ecology. Also Herr Stadelbauer, zum Einstieg mal einfach nur so eine ganz allgemeine Frage, und zwar dieses große Phänomen, diese große spannende Thematik der nachhaltigen Entwicklung. Ist das jetzt Ihrer Meinung nach eine Modeerscheinung oder hat das Potenzial, ein langfristiger Trend zu werden? Wenn es eine Modeerscheinung wäre, dann ist schon seit 20 Jahren eine Modeerscheinung. Modeerscheinungen leben normalerweise nicht so lange, also das ist sicherlich, das ist die absolute Notwendigkeit für die Zukunft. Und dennoch, was sind Ihrer Meinung nach so derzeit noch zu Barrieren oder Herausforderungen dafür, dass dieses Konzept der nachhaltigen Entwicklung eigentlich überall greift? Nachdem ich alter Mann bin, kann ich aus der Vergangenheit sprechen. Ich persönlich glaube, dass die persönliche Betroffenheit derzeit nicht gegeben ist. Wenn ich zurückschaue, Mitte des 70er Jahre haben wir vor allem die Schaumkronen auf den Flüssen gehabt, wir haben das Waldsterben gehabt, das heißt, da war eine direkte persönliche Betroffenheit. Dann hat man im Prinzip den Umweltschutz institutionalisiert, man hat Greenpeace geschaffen, man hat sich freigewaschen, indem man dann die Mitgliedsbeiträge bezahlt hat, und dann war es wieder erledigt. Und derzeit ist es so, dass es ist grün draußen, der Klimawandel wird negiert, also die persönliche Betroffenheit fehlt letztendlich. Und welchen Beitrag können jetzt Sie eigentlich, also welchen Beitrag sehen Sie, dass Sie persönlich leisten, eben dafür, dass diese nachhaltige Entwicklung irgendwie voranschreitet? Als Person Stahlbau oder? Auch als Person Stahlbau, indem ich relativ, ja, ist schwierig, indem ich mein Refugium geschaffen habe, wo ich annähernd Selbstversorger bin. Das ist der Vorteil natürlich, wenn man am Land wohnt. Von der beruflichen Seite, dass ich versuche, den Weg, den ich glaube, dass er richtig ist, einzuschlagen, auch in der Materialentwicklung primär. Und Sie haben in Ihrem Vortrag auch, sind ja in Ihrem Vortrag auch auf die Nachteile von Naturfasern eingegangen, und da stand immer ganz dick Ausnahme Holz. Jetzt ist, also wie gesagt, für mich als Nicht-Chemikerin, als Nicht-Physikerin, darf ich das jetzt so verstehen, ist jetzt Holz der Rohstoff der Zukunft? Holz ist sicher ein Rohstoff der Zukunft, ein Rohstoff der Zukunft. Wie ich vorher gesagt habe, die Naturfasern haben für industriellen Einsatz einfach zwei Nachteile. Sie haben nur einen Erntezeitpunkt, damit große Bevorratung und große Kapitalbindung. Und das setzt letztendlich die Wirtschaftlichkeit wieder herunter. Und wie wird jetzt eigentlich Holz als Rohstoff schon genutzt? Ich meine, wie viel Potenzial ist da eigentlich noch vorhanden? Ist die Frage, wo? Also jetzt in Ihrem Bereich zum Beispiel? In unserem Bereich ist sicherlich noch sehr viel Möglichkeiten, Holz sinnvoll einzusetzen. Nicht nur, wie ich gezeigt habe, im Wood Plastic Composite, sondern auch die Struktur von Holz erhalten zu lassen und Holz mit anderen Materialien zu verbinden. Ich meine, was wir jetzt machen, ist, wir nehmen Abfallstoffe des Holzes, kleine Holzfasern, und setzen in Kunststoff ein. Aber da haben wir im Prinzip die großartige Eigenschaft von Holz als Stamm, als Brett und dergleichen nicht mehr erhalten. Das heißt, wir schwächen eigentlich den Werkstoff Holz mittlerweile. Und ja, wenn ich das richtig verstanden, ist ja auch ein Anliegen von Ihnen jetzt sozusagen, das Image der Verpackung an sich irgendwie aufzubessern. Weil Sie ja sagen, ja, das ist ja auch so ein bisschen ein Imageproblem, beziehungsweise ist ja anscheinend auch viel Kommunikation, viel Marketing und so weiter vonnöten. Und haben Sie jetzt irgendeine Idee, wie das passieren kann, beziehungsweise wer ist eigentlich dafür jetzt verantwortlich, dieses Image? Ich meine, ist das die Politik oder ist das jetzt, sind das die Firmen, ist das der Konsument selber? Oder sind das sogar Sie? Sagen wir so, ich will das Image der Verpackung nicht unbedingt. Ich habe gesagt, ich will die Biopolymere, das Image der Biopolymere heben und damit das notwendige Biopolymere weg vom, auch aus Biopolymeren technische Produkte zu machen. Verpackung ist immer Low Image, das hilft nichts. Es ist sehr hohe technische Anforderungen in der Verpackung, aber das Image ist sehr nieder. Aber um die auf Ihre zweite Frage zurückzukommen, im Prinzip sage ich, ist jeder gefordert. Aber als gelernter Österreicher weiß ich, dass die Politik nicht sehr viel zusammenbringen wird. Also Sie meinen eben, es kann jetzt nicht nur von top-down, also von der Politik kommen, sondern es muss auch von unten, vom Konsumenten kommen. Es muss primär von unten kommen. Es muss ein Bottom-up sein. Und wir haben mündige Bürger und wir haben viele Bürger, sage ich, wir haben eine starke Polarisierung, sage ich, viele mündige Bürger, viele Bürger, die ja so weiter tun wie jetzt, die andere Werte haben im Leben. Aber ich bin überzeugt, dass der Druck kommen wird.
Dankeschön. Danke.